Wir gehen weiter im nächsten Thema: Feinstaub AD, City Logistik mit LNG, LKW. Thorsten Olthus von Havi Logistics. Und zwar wird er in den nächsten 30 Minuten Antworten auf folgende Fragen liefern. Wer sind wir? Was für alternative Antriebssysteme oder Konzepte gibt es? Warum haben Sie sich für LNG entschieden? Warum dann auch eine eigene Tankstelle gebaut? Wie wirtschaftlich ist das Ganze? Gibt es staatliche Förderungen und auch die Risiken für die Zukunft und die Erfahrung von einem Jahr, vom letzten Jahr? Herzlich willkommen, Sie stehen schon auf der Bühne. Jawohl. Feuer frei. Danke, wo muss ich drücken hier? Hier? Alles klar, okay. Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite auch. Trennt Sie nicht mehr viel von der Mittagspause. Ich glaube, ich bin der vorletzte Redner hier. Ne? Havi Logistics, wer sind wir? Ist jetzt eine Firma, die nicht unbedingt jeder kennt. Wir sind ein privates Unternehmen, also ein inhabergeführtes Unternehmen. Wir sind im Bereich der Lebensmittellogistik tätig. Wir versorgen Kunden wie McDonald's, Vapiano, KFC, also alles, was man so Fast Food oder so nennt. Also Unternehmen, die häufig Lieferungen bekommen, 3-4 Mal die Woche Sendungen bekommen, relativ kleine Lager haben, das ist so unser Geschäft. Wir sind in über 100 Ländern tätig mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und haben die Geschäftsbereiche, die man dort sehen kann. Das ist so unser Verbreitungsgebiet, sieht immer gewaltig aus, wenn man sich das anguckt mit ganz Russland. Es ist aber tatsächlich so, dass wir, was wenige Unternehmen tun, tatsächlich in ganz Russland unterwegs sind. Das heißt also auch in Sibirien, wir haben auch Distributionszentren in sibirischen Städten. Insofern ist die Karte nicht ganz falsch. Insgesamt sind wir in Europa und in Asien mit unserer Distribution tätig. In Deutschland haben wir 9 Distributionszentren. Das neueste haben wir jetzt gerade in Wunsdorf bei Hannover eröffnet. Das heißt, wir sind ja mehr oder weniger flächendeckend vertreten. In der Mitte haben wir nichts. Wir haben halt konsequent um die Mitte drumherum gebaut. Und unsere Kunden, wie ich gerade schon sagte, das ist mal ein Auszug, sind in der Regel Kunden aus der Systemgastronomie. Wir versorgen auch Tankstellen, also so ähnlich wie die Kollegen von Leckerland machen wir das auch in vielen Ländern, dass wir Tankstellen mit den Waren versorgen, die die brauchen, weil es so ein bisschen in etwa dasselbe Geschäft ist. Grün ist bei uns so ein Thema, was wir schon lange auf der Roadmap haben oder auf unserem Zettel haben. Wir haben immer schon, sagen wir mal, Dinge getan, die vielleicht andere Unternehmen nicht getan haben. Wir haben schon vor 30 Jahren Wärmerückgewinnung in unseren Tiefkühllagern gemacht. Wir haben Biodiesel, schwefelfreien Diesel, all diese Themen, die, sagen wir mal, irgendwo interessant waren, haben wir immer schon relativ früh bedient. Wir sind einer der ersten, die mit einem LKW alle Temperaturbereiche beliefert haben. Das heißt, wir beliefern Tiefkühl, frisch und trocken mit einem LKW. Das ist heute nichts Besonderes mehr, aber wir haben das 1981 schon gemacht, also wir kennen das seit vielen, vielen Jahren. 2015 gab es mal den Deutschen Logistikpreis für dieses Thema Mehrkammerfahrzeuge. Das fanden wir ganz, ganz interessant, hätten wir uns nie für beworben, weil wir es, wie gesagt, schon seit 35 Jahren machen. Was wir immer schon getan haben, wir gucken, dass unsere Fahrer vernünftig fahren, dass sie Fahrertrainings machen, dass sie relativ wenig Sprit verbrauchen. Wir haben auf unseren LKWs eine Kühlanlage, wo wir auch gucken, dass das einigermaßen umweltfreundlich ist. Haben wir zum Beispiel jetzt auf unseren Anhängern eine batteriebetriebene Kühlung. Das ist etwas, was es eigentlich von den großen Herstellern nicht gibt. Wenn wir unsere Anhänger, wir fahren ja mit Hängerzügen in die Städte, wenn wir unsere Anhänger abstellen, um mit dem Motorwagen zu beliefern, dann haben wir heute einen Batteriepack an dem Anhänger. Das heißt, die Kühlanlage läuft dann batteriebetrieben. Was es in der Regel so eigentlich noch nicht gibt. Da arbeiten wir mit Start-up-Unternehmen zusammen. Also wir sind immer schon einigermaßen grün unterwegs gewesen. Wir haben so eine Roadmap gemacht, dass wir gesagt haben, auf europäischer Ebene haben wir uns vorgenommen, bis 2021 mindestens 70% unseres Fuhrparks auf alternative Antriebe umzustellen. Das ist in der Regel jetzt Gas. Biodiesel geht in einigen Ländern noch. Elektro passt für uns nicht so richtig. Also das heißt im Prinzip das Thema Gas. Und wir sind 2019 bei 37% dann tatsächlich angelangt. Also wir sind da auch ganz gut auf unserer Roadmap unterwegs. Das ist unser LKW. Wir fahren Scania-LKWs. Man könnte alternativ auch Iveco oder Volvo fahren. Das sind im Moment die 3 Anbieter, die LNG hier in Deutschland anbieten. Wir fahren schon seit vielen Jahren Scania. Ist ein 410 PS Motor, der von der Charakteristik relativ vergleichbar ist mit dem Dieselmotor, also mit dem 400 PS Scania Diesel fährt, hat er einen ähnlichen Drehmomentverlauf.
Also das Fahrzeug fährt sich nicht wesentlich anders als ein Dieselfahrzeug. Wir hatten noch so die Befürchtung, dass unsere Fahrer, wenn sie dann mit so einem Fahrzeug fahren, weil das ja letztendlich ein Ottomotor ist, dass die möglicherweise dann sagen, ja, die Leistung von dem Fahrzeug reicht nicht aus, oder Fahrer sind ja immer sehr kritisch. Die sind also sehr zufrieden, die Fahrer, die sagen, die Charakteristik ist eigentlich vergleichbar mit dem Dieselauto. Wir haben da zwei Gastanks drin, an beiden Seiten jeweils einen Tank, haben eine Reichweite von ca. 800 Kilometer. Das geht auch mehr, man kann auch eine Reichweite bis zu 1100 Kilometer realisieren, wenn man größere Tanks dran macht. Aber wir haben noch so viele andere Dinge unten an dem LKW dran, dass bei uns halt nur diese Tankgröße dran passt. Aber da wir Distribution fahren und unsere Touren selten länger als 500 Kilometer sind, reicht das so vollkommen aus. Warum machen wir das? Also warum sind wir überhaupt auf das Thema LNG angesprungen? Wir reden ja über dieses Thema Feinstaubbelastung und Lärmbelastung in der Stadt. Das ist ganz interessant, das ist ja eigentlich das Thema. Auf der anderen Seite wird eigentlich immer nur über CO2 diskutiert. Man hört immer diese CO2-Diskussion, aber eigentlich geht es in der Stadt ja um Feinstaub und Lärm. Und wir sind nun mal diejenigen, die wirklich in jeder Stadt bis in die Fußgängerzonen, bis in die wirklichen A-Lagen fahren, weil unsere Kunden sind ja nun wirklich überall. Und sollte irgendwo ein Fahrverbot kommen, dann sind wir sicherlich die Ersten, die davon betroffen sind, weil wir einfach wirklich in absoluten A-Lagen anliefern. Und von der Technik, die es heute gibt, haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, es gibt eigentlich heute nichts anderes, mit dem man Feinstaub und Lärmbelastung reduzieren kann an verfügbarer Technologie als LNG. Man kann natürlich auch CNG fahren, das ist aber das Problem der Reichweite mit unseren Fahrzeugen, mit Kühlung und allem, was wir da drauf haben. Wir haben auch ein paar CNG-Fahrzeuge, aber die haben dann nur Reichweiten von etwa 200 Kilometer und das reicht für uns nicht aus. Alles, was Elektro ist, haben wir uns auch angeschaut, aber wir haben die Fahrzeuge mit Kühlanlagen, mit 4 Verdampfern auf dem Fahrzeug, da kann man heute mit Elektro nicht allzu viel machen. Meistens, wenn ich diesen Vortrag halte, kommt davor oder danach der Kollege von Aldi mit seinem Elektro-LKW. Das ist immer ein gutes Beispiel. Dann sagt er, er hat eine Reichweite von 80 Kilometer. Das ist für Aldi sicherlich okay bei der Dichte, in der sie ihre Märkte haben. Aber das würde für uns halt nicht ausreichen. Wir haben die Idee gehabt, so ein bisschen vorzusorgen und zu sagen, wenn jetzt irgendwelche Fahrverbote oder solche Themen kommen, dass wir einfach gewappnet sind und zumindest den Stand der Technik anbieten können, den es heute gibt, um dann mit einem Fahrzeug noch in die Stadt fahren zu können. 2018 haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Was haben wir da vorgefunden oder was war die Ausgangssituation? Wir haben unzählige Infoveranstaltungen besucht. So wie ich heute selber hier stehe, habe ich mir das dann von anderen Leuten angehört, was sie so dazu zu sagen haben. Mit ganz, ganz vielen Marktteilnehmern, ganz viele Gespräche geführt. Überall kam man auf dieses Henne-Ei-Thema. Also alle haben darauf gewartet, dass jemand eine Tankstelle baut und die Tankstellenleute haben darauf gewartet, dass einer LKWs kauft, aber niemand hat irgendwas gemacht. Die Markttransparenz war, und das ist eigentlich bis heute so, eigentlich gar nicht gegeben. Also was kostet jetzt LNG, was muss man wirklich für ein Kilo LNG bezahlen, kann man gar nicht so richtig sagen oder konnte man nicht so richtig sagen. Was kostet eine Tankstelle, da wurden auch unterschiedlichste Preise genannt, aber relativ schwierig zu beantworten auch. Fördermöglichkeiten gab es, als wir uns damit beschäftigt haben, noch gar nicht. Es war immer im Gespräch, es wird eventuell gefördert von der Bundesregierung, aber es gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Verfügbarkeit von LKWs, jetzt in unserem speziellen Fall bei Scania, war auch noch nicht so gegeben. Dann wurde immer gesagt, ja, der LKW kommt, aber so richtig war auch noch nicht da. Praxiserfahrung gab es auch keine, also man konnte niemanden fragen mit vergleichbaren Fahrzeugen. Und das besondere Problem, Sie haben eben gesehen, wir fahren keine Sattelzugmaschinen, sondern wir fahren diese Motorwagen-Hänger-Kombination. Wenn man jetzt so ein Fahrzeug kauft und das fällt aus, dann kann ich so ein Fahrzeug ja nicht mieten. Also ein Fahrzeug, wie wir es haben, ein Motorwagen mit mehreren Verdampfern drauf, kann man nirgendwo mieten. Also das ist relativ einfach, wenn man eine Sattelzugmaschine fährt. Wäre bei uns aber schwierig gewesen. Also eine relativ schwierige Ausgangssituation. Es gab dann am Ende die Fördermöglichkeit, die es heute gibt, dass man pro Auto bis zu 12.000 Euro bekommt. Das war dann auch noch ganz interessant. Das haben wir dann auch beantragt und hatte letztendlich einen Förderbescheid bekommen, indem ich, glaube ich, 365.000 Euro Förderzusage hatte, um dann im Nachhinein zu erfahren, in der Art und Weise, wie wir die Autos finanzieren, ist die Förderung dann nicht möglich. Das heißt, als amerikanisches Unternehmen machen wir Sale and Lease Back und haben natürlich keine Rückkaufverpflichtungen in den Leasingverträgen, damit die Fahrzeuge off-balance sind. Und da musste ich dann lernen, dass das im Gesetz nicht vorgesehen war. Also man kann das Auto kaufen und 4 Jahre fahren und damit kann man das Fördergeld behalten oder man kann das Auto leasen und 4 Jahre fahren. Man muss aber eine Kaufverpflichtung in einem Leasingvertrag haben
Ansonsten bekommt man kein Fördergeld. Wir leasen die Autos jetzt 7 Jahre, fahren die auch 7 Jahre, kaufen die dann sogar, haben aber keine Kaufverpflichtung im Vertrag. Was dazu geführt hat, dass ich meinen Förderbescheid jetzt, habe ich mir jetzt eingerahmt, der hängt jetzt im Büro. Aber das Geld habe ich leider, also ich sowieso nicht, aber unsere Firma leider nie bekommen. Also auch ganz spannend. Was haben wir gemacht? Wir haben mit allen Firmen gesprochen, die irgendwas mit LNG zu tun haben. Also angefangen von großen multinationalen Gaskonzernen bis hin zu Start-up-Unternehmen, Energieversorger, alle möglichen Leute haben wir bei uns im Büro gehabt und gesagt, was könnt ihr uns anbieten? Ganz am Ende haben wir uns für eine Hoftankstelle entschieden, für eine eigene Tankstelle, wo alle gesagt haben, eine eigene Tankstelle, schwierig, mit Gas, 160 Grad kalt, hat noch nie einer gemacht. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden. Warum? Erstmal haben wir uns für Duisburg entschieden, wir haben ja mehrere Standorte, weil Duisburg die kürzeste Entfernung zum Seehafenterminal hat. Das heißt, der Transportkostenanteil macht bei dem LNG schon noch einen gewaltigen Anteil aus. Also man kann so sagen, das ist so zwischen 10% und 20% von dem Gaspreis, ist reine Transportkosten zur Tankstelle. Und je weiter man in Süddeutschland ist, umso teurer wird es. Keiner der Marktteilnehmer, mit dem wir damals gesprochen haben, hat konkret wirklich eine Tankstelle geplant. Es haben ganz viele darüber gesprochen, man könnte und sollte und eigentlich. Aber wirklich gemacht hat es keiner. Wenn wir jetzt irgendwo anders getankt hätten, hätten wir dann auch schon einige Umwegkilometer in Kauf nehmen müssen, weil natürlich niemand eine Tankstelle bei uns vor der Tür gebaut hätte. Das macht das Ganze auch wieder eher unwirtschaftlich. Wir hatten dann mal so geschaut, mit anderen potenziellen Kunden gesprochen und haben festgestellt, es warten halt viele auf eine Tankstelle und würden auch einen LKW kaufen, wenn es eine Tankstelle gäbe. Und wir haben dann einfach mal so gedacht, wenn wir eine Tankstelle machen, vielleicht finden wir auch ein paar Leute, die bei uns tanken und das so ein bisschen mitfinanzieren. Haben wir aber nicht in den Business Case eingerechnet, aber war so die Idee. Wir können damit jetzt unabhängig am Gasmarkt einkaufen, das heißt, wir sind jetzt nicht auf einen Lieferanten angewiesen, wir können das Gas kaufen, wo wir wollen. Und letztendlich, sagen wir, wenn man das mal vergleicht, ist die Entscheidung eigentlich die gleiche wie für eine klassische Dieselhoftankstelle. Also all die Gründe, die für eine Dieselhoftankstelle sprechen, sprechen eigentlich auch für eine LNG-Hoftankstelle. Man muss halt nur diese Angst vor der Technologie verlieren und vor diesem Produkt, dann ist das eigentlich unproblematisch. Wo stehen wir jetzt heute? Wir haben 35 LKWs gekauft. 2018, Ende im Dezember, haben wir den ersten LKW bekommen. Das sind alles, fast alles die Fahrzeuge, wie ich sie vorhin gezeigt habe, diese 40 Tonnen Durchladezüge, zum Teil so ein paar Kurzsattel. Die Verbräuche sind ein bisschen höher, als der Hersteller uns das erzählt hat. Wir liegen im Moment so ungefähr 5% höher, als wir es geplant haben. Wir machen noch so Fahrertrainings, wir kamen so von 7-8% mehr, jetzt sind wir bei 5 angekommen, vielleicht kriegen wir es noch auf 3 runter, aber in Summe brauchen die Fahrzeuge doch etwas mehr, als man uns vorher versprochen hat. Die Fahrer, hatte ich vorhin schon gesagt, sind sehr zufrieden, insbesondere mit dem Fahrgeräusch. Das Fahrzeug ist wesentlich leiser, auch im Innenraum, als ein Dieselfahrzeug. Und auch wenn man daneben steht, ist das Fahrzeug wesentlich leiser. Rein technisch ist es ja halb so laut wie ein Diesel, wobei das bei Lärm ja immer so ein Thema ist, was heißt halb so laut. Aber man merkt wirklich, wenn man daneben steht, dass es deutlich leiser ist. Wir hatten mit einer mobilen Tankstelle angefangen im Dezember 2018. Und haben jetzt seit Dezember 2019 eine stationäre Tankstelle. Hat relativ lange gedauert, die Genehmigung zu bekommen, weil die Behörden alle so ein bisschen verunsichert sind und nicht so genau wissen, was sie da für Auflagen erstellen sollen. Da wird dann eine Auffangwanne verlangt für ein Produkt, was, wenn man es ausschüttet, in mehr oder weniger 15 Sekunden verdampft ist. Das ist da ganz interessant. Also die wissen auch nicht so genau, was sie machen sollen. Wie geht's weiter? Fahrertrainings, wie gesagt, machen wir noch, um so ein bisschen den Verbrauch runterzubekommen. Ich hatte gerade gesagt, wir hatten gehofft, dass wir irgendeinen finden, der bei uns tankt, um vielleicht so ein bisschen die Fixkosten mitzudecken. Mittlerweile haben wir schon über 30 LKWs, die bei uns in Duisburg tanken. Das ist auch schon nicht mehr aktuell, sind mittlerweile schon über 40. Also mittlerweile vertanken wir genauso viel Gas für Fremdkunden sozusagen wie für uns selber. Das Interesse ist riesig. Mittlerweile wird es schon schwierig, so mit Wartezeiten und all diesen Themen. Die Kunden quasi akzeptieren das noch, weil es keine Alternativen gibt, aber wir hätten also nicht gedacht, dass es so ein Run ist. Also wir haben schon überlegt, ob wir nicht ins Tankstellengeschäft einsteigen, scheint ganz interessant zu sein. Für dieses Jahr haben wir geplant 20 bis 25 LKWs, wir haben jetzt glaube ich 23 bestellt. Das heißt, das Thema geht weiter, wir werden das Thema weiter ausrollen. Wir suchen händeringend nach dem Thema Bio-LNG, weil ich sage mal im Moment, ist es ja noch so, dass LNG letztendlich ein fossiles Produkt ist.
Es ist ja nichts anderes als Erdöl letztendlich. Es hat ein paar Vorteile, sagen wir, was die Emissionen angeht, insbesondere halt Feinstaub, CO2. Also alle Emissionen sind besser als beim normalen Diesel, aber es ist letztendlich ein fossiles Produkt und löst ja nicht das tatsächliche Problem. Hat aber den Vorteil, wenn man es mit Bio-LNG machen würde, kann man mit der Technologie weitermachen. Das heißt, wir sind jetzt überall unterwegs und schauen, wo kann man Bio-LNG herbekommen. Im Moment in Deutschland noch nicht erhältlich, wenn dann halt so für technische Zwecke kostet das Kilo 1,95. Das ist dann nicht ganz so interessant zum Lkw-Fahren. Aber wir haben so ein paar Quellen aufgetan. Es gibt eine ganze Menge Aktivitäten. Wir glauben, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren auch mit dem Thema Bio-LNG starten können. Sicherlich nicht zu 100%. Dass man 100% Bio-LNG fährt, aber eine Beimischung von 30-40%. Und das ist ja dann immerhin schon mal ein Anfang. Ende Januar 2020, also vor 3 Wochen, haben wir die nächste LNG-Tankstelle in Betrieb genommen in unserem neuen DC in der Nähe von Hannover. Also wir gehen diesen Weg konsequent weiter und werden auch da wieder Fremdtanker akquirieren. Direkt an der A2 gehen wir mal davon aus, dass das auch ganz gut funktionieren wird. Es wird sicherlich kein Dauergeschäft sein, dass wir hier andere Leute mit LNG versorgen. Irgendwann wird ja mal eine Infrastruktur kommen und dann werden die Leute auch ganz normal irgendwo tanken können, dann werden die auch nicht mehr zu uns fahren. Aber im Moment ist das ein ganz interessantes Zusatzgeschäft. Was sind so die Risiken bei dem Thema? Die Steuerermäßigung für das Produkt. Die Steuer im Moment beträgt 21 Cent, auf Diesel beträgt sie 48 Cent, ist befristet bis 2024. In 25 und 26 wird es dann schrittweise steigen und in 27 werden es dann 48 Cent sein. Wenn es 48 Cent wären, ist das Produkt uninteressant, dann fliegt das ganze Thema nicht mehr. Die Einstufung ist im Moment ja ganz normal Euro 6, das heißt die Vorteile von dem Fahrzeug jetzt hinsichtlich Feinstaub und Lärm, na Lärm ist ja in der Euro nicht drin, aber hinsichtlich Feinstaub, spiegeln sich jetzt nicht in einer besseren Einstufung wider. Das heißt im Moment, wenn jemand ein Fahrverbot für Euro 6 machen würde, was im Moment keiner tut, aber wenn es jemand machen würde, dann hätte man keinen Vorteil gegenüber einem Euro 6 Diesel, obwohl das Fahrzeug eigentlich emissionsmäßig besser ist. Wir haben keine Langfristerfahrung mit den Wartungskosten. Nach einem Jahr ist das bisher alles in Ordnung, aber nach einem Jahr ist auch nichts anderes zu erwarten. Wir wissen nicht, wie sich die Wartungskosten gegenüber dem Diesel verhalten. Die Mautermäßigung, die kam erst, nachdem wir die Autos bestellt haben. Also es war dann so ein zusätzlicher Segen, den hatten wir im Business Case nicht mehr drin. Die ist ja nun wirklich nur für 2019 und 2020. Das ist natürlich ein großer Vorteil, aber der ist dann eben Ende diesen Jahres, Stand heute auch zu Ende. Und das Thema Bio-LNG ist noch völlig unklar, wie das steuerlich behandelt wird. Da gibt es noch überhaupt gar keine Idee zu, wenn man damit unterwegs ist, wie das dann künftig steuerlich behandelt wird. Das ist so in etwa die Story, wo wir da unterwegs sind. Ich sage mal so an anderen Themen, was wir sonst noch machen. Wir sind da international unterwegs. Wir haben zum Beispiel so Städte wie Amsterdam oder Stockholm, die ganz konkret planen, wirklich eine Befahrbarkeit der Innenstädte ganz konkret einzuschränken. Amsterdam zum Beispiel, 2025 darf man dort nicht mehr mit, also darf man nur noch mit emissionsfreien Fahrzeugen in die Stadt fahren, also sprich nur noch Elektro. Da sind wir im Moment unterwegs mit einem Feldversuch, mit einem Scania Hybrid-LKW. Das haben wir jetzt in Schweden getestet. Der fährt dann über Geofencing, das heißt, er kommt in die Stadt. Wenn er diese Zone erreicht hat, wo man nicht mehr mit Emissionen fahren darf, dann schaltet er sich automatisch um auf den Elektroantrieb. Wir fahren dann elektrisch zu den Kunden. Die Reichweite von dem Fahrzeug ist im Moment aber nur 10 Kilometer elektrisch. Das heißt, wir laden dann bei den Kunden zwischen, also da, wo wir abladen, laden wir das Fahrzeug zwischen. Und damit schaffen wir es jetzt in Stockholm zum Beispiel, die Innenstadt Kunden zu beliefern, indem wir von Kunde zu Kunde fahren, immer wieder zwischenladen. Wenn das Fahrzeug aus der Stadt wieder rausfährt, dann schaltet er sich wieder auf Diesel um. Und da sind wir jetzt dabei, dass Scania die nächste Generation von diesen Fahrzeugen plant mit 40 Kilometer elektrischer Reichweite und dann könnte man schon ein wenig mehr damit tun. Also das ist so die Aussicht für die Zukunft. Ich glaube, das war's. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Eine Frage gerade genau zu dem, was Sie über Stockholm gesagt haben. Sie fahren dann aber mit Diesel und nicht mit LNG? Nee, das ist ein Diesel-LKW, der dann Hybrid ist, also das heißt, er schaltet dann auf Elektroantrieb um. Die gibt es noch nicht als LNG. Ah, aber das wäre vielleicht auch ein nächstes Ziel? Wenn es das geben würde, würden wir auch das tun, aber das okay. Gibt es noch nicht. Okay, ja, schauen wir. Wir haben eine Frage mit dem Tablet und jetzt bin ich hier gerade verrutscht, aber die Frage war, ob Sie ungefähr eine Zahl haben von der CO2-Emission, also LNG gegen Diesel.
Wenn man im Internet guckt, werden immer 16% propagiert. Es gibt aber in Deutschland eine festgelegte Quote. Also es ist ja so, dass das Produkt einen CO2-Vorteil hat. Tatsächlich ist der 20%. Und wenn Sie das Produkt so nutzen, dass Sie die Quote nicht verkaufen, dann haben Sie wirklich 20% CO2-Vorteil. Man muss aber darauf gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei der Shell in Hamburg tanke und tanke da LNG und glaube dann, dass ich 20% CO2 spare, dann ist das nicht so, weil die CO2-Einsparung die Shell schon verwendet für das, was Sie halt erfüllen müssen. Sie müssen ja einen gewissen Prozentsatz CO2-freien Kraftstoff in Betrieb nehmen oder in Verkehr bringen. Und die nutzen dann die Quote dafür. Also wenn man irgendwo tankt, ist fast immer die Quote schon verkauft. Wir haben die Quote jetzt nicht verkauft. Das heißt, wir nutzen die Quote selber. Wir haben tatsächlich eine 20-prozentige CO2-Einsparung. Und das ist in Deutschland über den Zoll geregelt. Das heißt, man muss das beim Zoll letztendlich eintragen lassen. Also ich muss jetzt praktisch, wenn ich dieses Produkt in Verkehr bringe, muss ich das beim Zoll deklarieren und kann dann im Prinzip die CO2-Einsparung wieder verkaufen als Zertifikat oder kann sie für mich selber in Anspruch nehmen. Wir nutzen sie selber, aber Achtung, wenn man irgendwo tankt, ist es fast immer schon verkauft. Okay. Interessant zu wissen, danke dafür. Sie haben gerade auch über Bio-LNG gesprochen. Ja. Warum Bio-LNG? Warum? Ja, damit wir 100% CO2-Einsparung haben. Das wäre ja die Idee dahinter. Das funktioniert halt, wenn man bio- oder synthetisch hergestelltes LNG hätte. Was es theoretisch, also es gibt es auch, aber es gibt es eben nicht im großen Stil. Und das ist unser Ziel halt. Also wir als Unternehmen, wie viele andere auch, haben das Ziel, CO2 zu reduzieren. Wir nehmen auch da an einer Initiative teil. Science-Based Targets nennt sich das. Das ist so ähnlich wie Lean and Green, was wir gestern gehört haben. Das heißt, wir haben uns verpflichtet, bis 2030 40% CO2 in der ganzen Firma einzusparen. Und das wäre ein guter Beitrag dazu, wenn es das geben würde. Und wenn Sie das hätten und dann würde ein Fahrverbot für Diesel oder Euro 6 kommen, das wäre dann nicht davon betroffen, oder? Im Moment ist das Fahrzeug Euro 6 eingestuft und wenn ein Fahrverbot für Euro 6 kommt, dann dürfen Sie mit den Fahrzeugen auch nicht fahren. Aber wenn Sie dieses Bio-LNG hätten, komplett? Egal. Okay. Das Fahrzeug ist im Moment Euro 6 eingestuft und danach gehen die Fahrverbote. Okay. Also wir kämpfen dafür auch Richtung Bundesregierung. Ja. Wir sind da auch mit dem Ministerium unterwegs, dass sich das ändert, aber... Wer schon mal mit den Jungs da gearbeitet hat, das dauert noch. Wahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ich kann jetzt hier gerade leider irgendwie beim Tablet nicht reinkommen. Also wenn es noch eine Frage gäbe, sonst die auch gerne nochmal so händisch stellen. Und ansonsten denke ich, dass Sie auch noch ganz kurz da sind, falls es noch weitere Fragen gibt. Vielen lieben Dank. Danke.